Unruhe herrscht derzeit in der Schauspielerfamilie Wusseau. Denn Barbara und ihr Bruder Sascha streiten sich um das Erbe ihrer Eltern. Konkret geht es um eine 645 Quadratmeter große Villa in Oberdöbling, die einst von deren Vater Klaus-Jürgen Wusseau gekauft wurde. Das vornehme Anwesen im Wiener Cottageviertel befindet sich derzeit jeweils im Hälfteeigentum von Barbara und Sascha. Medienberichten zufolge möchte Barbara ihren Anteil der Villa verkaufen, der Bruder jedoch nicht. Barbara hat Sascha ihre Hälfte bereits zweimal zum Kauf angeboten. Einmal um 600.000, dann um 550.000. Doch der 52-jährige Bruder ging auf den Deal nicht ein. Nun reicht es Barbara Wusseau. Mittels Anwalt strengt die Schauspielerin eine Klage gegen ihr Geschwisterchen an. Dabei betont sie erst kürzlich im OE24-TV-Talk mit Katrin Lampe, wie gut ihr Verhältnis mit ihren Geschwistern ist. Ein wunderschönes Elternhaus. Ich hatte eine wunderbare Kindheit, ehrlich gesagt. Geschwister haben Sie? Wie viele? Ja, mein Bruder. Einen? Sascha. Einen. Nein, ich habe noch Halbgeschwister. Ah, okay. Also Halbgeschwister. Ich habe, weil mein Vater war nachher noch verheiratet, zweimal nach meiner Mutter, und war vor meiner Mutter schon mal verheiratet. Ich habe also eine Halbschwester, Konstanze, die ist Dramaturgin in Bad Wildungen und in Hildesheim. Im Moment ist sie in Hildesheim. Eine ganz besonders reizende Frau, ganz, ganz toll. Und ich habe einen Halbbruder, Benjamin, der lebt in Hamburg. Nein, ich habe Träume, ja. Ich bin eigentlich ein sehr realistischer Mensch, der, wie Sie schon gesagt haben, auch sehr positiv ist und sehr gutgläubig auch an Menschen herangeht und nicht misstrauisch ist. Und ich wurde eigentlich nie wirklich enttäuscht. Von wegen noch nie enttäuscht im Leben. Mit der Klage gegen ihren Bruder Sascha möchte Barbara Wusseau den endgültigen Verkauf der Wusseau-Villa erreichen. Barbaras Ehemann Albert Fortell sagt zu der ganzen Misere: Meine Frau ist sehr traurig und zutiefst enttäuscht. Wir reichen meinem Schwager trotzdem weiterhin die Hand. Wir wünschen uns, dass Sascha eine Möglichkeit findet, auf Barbaras sehr faires Angebot einzugehen.